Ergebnis zur Wahl des Verantwortlichen beim Parteivorstand für die Europäische Union. Es wurden 565 Stimmen abgegeben, davon war eine ungültig. Kleiner Rückschritt, ja. Wir haben somit 564 gültige Stimmen. Für Martin Schulz mit Ja haben gestimmt 552. Es gab 2 Enthaltungen und mit Nein haben gestimmt 10. Dies bedeutet eine Zustimmung von 97,9% der gültigen abgegebenen Stimmen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Martin. Das ist doch beruhigend. Da haben wir wenigstens auch mal richtig gelegen. Und das war ja auch jetzt nicht so überraschend nach dem stehenden Applaus, den Martin Schulz bekommen hat im Anschluss an seine Rede hier, als er den europapolitischen Antrag der SPD vorgestellt hat. 97,9%. Da müsste man jetzt, um in der Terminologie von Ralf Stegner zu bleiben, der heute Morgen auf Nachfrage kommentiert hat, das Ergebnis für Sigmar Gabriel gestern auf diese 83%, zu denen er gesagt hat, wir brauchen ja bei der SPD keine nordkoreanischen Ergebnisse. Das wäre dann hier eins, die 97,9%. Das zeigt eben aber auch die Wertschätzung der SPD für Martin Schulz, für sein Engagement für Europa und die Europapolitik. Und da ist er ja doch der Repräsentant für die Sozialdemokraten schlechthin.